Eine polyamore Beziehung zu führen, braucht eine krasse Basis. Du musst schon geübt sein, mit der anderen Person über Ängste zu sprechen, über deinen innersten Schlotz, über alles, was du fühlst. Es gibt keine emotionalen Hierarchien. Es gibt niemand ist wichtiger als der andere. Ich liebe niemanden mehr als die andere Person. Meine Reaktion darauf war 2+1=3. Let's go. Stellt euch vor, ihr seid nicht mit einer, sondern mit zwei Personen zusammen. Klingt stressig für euch? Die Michalskis sind heute hier. Wie funktioniert eine Beziehung zu dritt und wie fühlt es sich an, zwei Menschen gleichzeitig zu leben? Es ist wieder Zeit für tiefe Gespräche mit inspirierenden Menschen. Vielleicht gleich mal am Anfang, weil es ja vielleicht einige gibt, die noch gar nicht so ganz genau mit diesem Begriff was anfangen können. Saskia, was bedeutet Polyamorie? Polyamorie bedeutet erstmal mehr liebend. Also es ist immer ganz wichtig zu sagen, so, es gibt halt nicht die polyamore Person. So. Weil Polyamorie ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber es heißt erstmal, mehrere Personen auf eine romantische Art und Weise zu lieben oder mehrere Liebesbeziehungen zu führen. Wie die am Ende aussehen und wie die Regelungen sind, ist halt individuell. Individuell. Ja. Und welche, also was ist das krasseste Klischee und Vorurteil, was euch so immer wieder entgegenschlägt, wenn es genau um dieses Thema geht? Dass man eh nur fremd geht, würde ich sagen. Fremdgehen, weil es diese Dreierkonstellation ist. Freifahrtschein zum Fremdgehen, das ist doch keine Liebe, ist auch so ein Klassiker. Und wo kommen wir denn dahin? Bald kannst du auch noch deinen Hund heiraten. Das heißt, da ist noch viel zu tun. Da kommen wir auch später noch mal drauf zu sprechen. Wir wollen jetzt aber erstmal gucken, was ihr eigentlich so im Alltag macht. Denn ihr seid auf Social Media am Start. Ihr habt da Millionen Views und lebt einfach euren Lifestyle. Und wie das aussieht, das gucken wir uns jetzt an. Oh oh. Das da ist mein Kleiderschrank. Sehr klein. Das da, Louis' Kleiderschrank. Ebenfalls sehr klein. Das da, das ist Saskias Kleiderschrank. Hi, wir sind die Michalskis und wir leben in einer polyamoren Beziehung zu dritt. Also gehst du ihr mit ihm fremd und er geht dir auch fremd? Das hat bei uns gar nichts mit Fremdgehen zu tun, denn wir sind alle einverstanden. Als ob das für alle wirklich okay wäre. Lass uns mal ein bisschen bildlich werden, denn als wir unserer Deep und Deutlich Community erzählt haben, dass ihr kommt, ist eine Frage sehr häufig aufgekommen, nämlich wie ihr das bei euch zu Hause macht mit dem Schlafen. Also habt ihr ein Bett zu dritt oder habt ihr getrennte Zimmer? Also wie kann man sich das bei euch vorstellen? Wir schlafen nicht zu dritt in einem Bett, denn das fänden wir, glaube ich, alle sehr ungemütlich. Hinzu ist es so, dass Martin und ich ja keine romantische sexuelle Beziehung führen. Es gibt zwei Schlafzimmer. Wir beide haben ein Schlafzimmer und die beide haben ein Schlafzimmer. Und Saskia schläft nach Lust und Laune, wo sie schlafen möchte. Allerdings haben wir in letzter Zeit auch gemerkt, dass wir in einer nächsten Wohnung definitiv eher drei Schlafzimmer haben würden. Warum? Weil einer schnarcht, oder? Nee, also ich glaube, es geht halt um einen bestimmten Rückzugsort, ne? Weil es wird halt oft auch so dargestellt, okay, Saskia hat ja den Jackpot, sie kann sich das immer aussuchen. Aber so ist es halt nicht unbedingt. Also ich freue mich auch, wenn ich mal alleine schlafen kann. Und wir haben einfach gesagt, okay, in der nächsten Konstellation oder Wohnung hätten wir halt schon gerne einfach mal so einen Space für uns. Weil ich bin halt nie alleine, es ist ja immer irgendjemand da. Joel, wäre das was für dich nur... Oder, wie stehst du dazu? Ich höre Louis schon so lachen, weil wir uns auch schon privat darüber mal ausgetauscht haben. Also ich habe schon in allen möglichen Beziehungsformen gelebt. Also monogam, offene Beziehung, Polyamor, alles. Ich habe tatsächlich auch mal so ein bisschen angefangen, öffentlich darüber zu reden und habe dann aber entschlossen, dass mir das persönlich doch zu privat ist. So, warum war das so? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, auch in vergangenen Beziehungen, dass ich der Öffentlichkeit vielleicht oft Sachen erzählt habe, wo ich danach gedacht habe, irgendwie hätte ich vielleicht doch nicht so, hätte ich vielleicht doch nicht so machen sollen, oder dann sind Sachen irgendwie kaputt gegangen und dann fragen irgendwie noch 1000 Leute mehr nach als sonst. Und dann habe ich das einfach so für mich und auch so für die Privatsphäre meines Partners, der auch irgendwie beruflich ähnliche Sachen macht, wie ich auch ein bisschen bekannt ist, so haben wir dann irgendwie entschieden, okay,
wir lassen mal, alle können wissen, dass wir ein Paar sind, aber wir behalten das mal ein bisschen privat alle. Ich würde ganz gerne noch mal erfahren, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt. Also wie hat diese Entscheidung, zu dritt zu leben, überhaupt angefangen? Wie kam das, Saskia? Ja, ich sag mal so, man kann sich entscheiden, Polyamor zu leben, aber man kann da reinschlittern. Und ich bin so das Beispiel von reingeschlittert. Ich habe mit Martin monogam gelebt und ich habe auch davor immer monogam gelebt. Und wir waren noch verheiratet zu dem Zeitpunkt schon. Und wann war das? Also wie lange ist das jetzt her? Also 2019 habe ich Louis kennengelernt und wir sind seit 2016. 2016 sind wir zusammengekommen. Mhm. 2016 sind wir zusammengekommen, 2019 im September rum habe ich Louis kennengelernt. Und eigentlich, Louis war eine Athletin in meiner CrossFit-Class. So. Und es war halt einfach so, sie kam halt rein und hat halt schon irgendwie, war sie direkt so. Ich habe mich benommen. Du hast dich benommen, genau. Aber wir haben halt gemerkt, okay, wir verstehen uns einfach gut und erstmal habe ich sie nur trainiert. Und dann haben wir uns halt mal privat getroffen. Das war dann im Frühjahr 2020. Und eigentlich erstmal nur zum Trainieren. Sie trainiert und ich schaue zu. Ja, dann aber hattest du da schon so ein bisschen irgendwie im Bauch, so im Gefühl, da ist schon irgendwie ein bisschen mehr. Also hast du da mit Martin zum Beispiel drüber gesprochen? Ich habe den Braten schon gebrochen. Ich habe das schon. Aber du hast noch nichts angesprochen zu dem Zeitpunkt. Warum? Weil ich das ja nicht vorwegnehmen wollte. Mhm. Weil ich hätte mich natürlich auch irren können. Aber da ich sie nun mal auch sehr gut kenne und ich die Art und Weise, wie sie über Louis gesprochen hat und dieses Funkeln in den Augen, ich habe da natürlich irgendwie so meine Schlüssel gezogen und eins zusammengezählt. Und das hat dann auch nicht lange gedauert, bis sie dann von selbst auf mich zugekommen ist. Und wie war das dann? Also wie kann ich mir diesen Moment vorstellen? Ich wusste halt nicht, dass meine Augen funkeln. Das ist das Ding. Also ich war die funkeln jetzt übrigens auch gerade. Ja. Ja. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt so noch gar nicht. Und dann war das aber krass, weil wir haben uns zu zweit in einer Wohnung getroffen und da war die Luft sehr, sehr dick. Also da habe ich so gemerkt, okay, was ist das dann? Und ich habe auch selber noch nicht out gelebt. Also es war für mich so eine Doppelsache, die dann irgendwie krass war. Was heißt out gelebt? Also ich hatte noch mein Coming out noch nicht, dass ich halt auch auf Frauen und nicht-binäre Personen stehe. Und das war für mich so eine Doppelsache, weil ich habe das auch Martin zu dem Zeitpunkt noch nie so richtig doll gesagt. Und dann bin ich aus der Wohnung raus und habe ich auch gedacht, egal was es jetzt ist und wenn es nur irgendwie ein Flirt ist, ich spreche mit Martin darüber, weil es gibt hier keine Sachen, die irgendwie vage oder heimlich sind. Ja, und dann bin ich hochgegangen, das Treppenhaus, so, und hatte richtig Schiss. Und nach 2 Minuten auf dem Bett habe ich auch angefangen zu heulen und habe dann 10-mal so im heißen Brei geredet, habe gesagt, aber ich liebe dich und bitte, mir fehlt nichts und keine Ahnung. Ja, und wie war das dann für dich? Also, wie hast du reagiert? Ich habe sie dann natürlich auch kommen lassen, weil ich, wie gesagt, ich hatte das schon irgendwie im Gefühl und da ich da auch keine negativen Emotionen zu hatte, habe ich natürlich gewartet, bis sie dann mal nicht mehr um den heißen Brei herumredet und endlich mal zur Sache kommt. Und uns ist auch während des Gesprächs schon direkt klar gewesen, alles klar, das ist schon irgendwie was Tiefes, also jetzt nicht einfach nur so ein Flirt, sondern da ist mehr dahinter. Und meine Reaktion darauf war 2+1=3. Ich wusste, dadurch, dass wir uns beide schon natürlich auch so gut kennen und unser Fundament hatten und auch irgendwie dieses Vertrauen da war, das muss jemand sein, der zu uns und auch zu ihr einfach so gut passt, dass ich ja da komplett vertrauen konnte. Und eure Liebe muss ja auch eigentlich einfach krass stark sein, dass ihr das dann auch so entscheidet, oder? Ja, das ist halt so das, was ich auch immer wieder sage. Eine polyamore Beziehung zu führen, braucht eine krasse Basis. Also du musst schon geübt sein, mit der anderen Person über Ängste zu sprechen, über deinen innersten Schlotz, über alles, was du fühlst. Da darf Eifersucht, muss Raum haben können und so weiter. Und damit es überhaupt funktionieren kann. Ich habe mich auch gewundert, warum reagiert er so cool? Hallo, was ist los? Und er hat halt so zu mir gesagt, ich weiß, Ayan, ich habe so ein Vertrauen in dich, du würdest nie etwas tun, was unserer Ehe schaden würde. Und da ich das weiß, bin ich gespannt, was passiert. Und wie ist dann euer erstes Dreier-Date abgelaufen? Oh Gott, ich habe mich gefühlt, als würden die Schwiegereltern kennenlernen. Das war so ganz, Es war tatsächlich eine kurze Begegnung. Das erste Mal, wo es dann eine Begegnung gab, ich bin mit hochgekommen in die Wohnung und Martin war da. Und ich habe so gemacht, hallo. Ich habe ihm die Hand gegeben. Warst du aufgeregt? Ja, total. Das war wie die Schwiegereltern treffen. Aber es war dann, also
10 Sekunden später war das alles normal und dann war alles, als wäre es so, wie es sein soll. Also irgendwie ging es dann sehr leicht. Also ich weiß halt so, als Louis das erste Mal kam, habe ich halt gedacht, scheiße, jetzt küsse ich die ja gleich. Oh Gott, jetzt muss ich Martin kurz Bescheid sagen. Martin, wenn die gleich kommt, dann würde ich sie küssen. Wäre das okay? Also, was soll das ich denn jetzt machen? Das war echt anstrengend nach einer gewissen Zeit, weil die mal gefragt hat und wir beide schon so, ja. Die waren so genervt von mir, die haben gesagt, also, wenn du jetzt nicht aufhörst, so, das nervt. So. Du hast ja gesagt, Louis und du, ihr lebt ja auch in einer, also das ist ja, da ist ja auch Liebe und Gefühl dahinter, bei dir und Margin auch. Sexuell seid ihr aber nicht alle drei miteinander verbunden, richtig? Ja. Nein, wir haben keinen Sex zu dritt. Genau, und deswegen, ich stelle mir das halt so spannend vor, du musst dich auch erst mal kennenlernen und darauf einlassen und so. Also ich finde das bewundernswert. Ja. Joelle, du hast auch gesagt, du warst in einer polyamoren Beziehung. Also erkennst du dich darin wieder? Ja, total. Also gerade was Saskia sagt mit, das ist halt ein Arsch voll Arbeit und man muss halt einfach mega viel reden. Also ich glaube, anders geht es halt auch einfach nicht, weil ich kann zum Beispiel auch total gut verstehen, dass du sagst, dass du immer wieder nachgefragt hast. Kann auch verstehen, dass euch das genervt hat. Aber also ich bin da auf jeden Fall auch immer so gewesen, weil ich denke ja so, Gefühle, Emotionen, alles verändert sich ja die ganze Zeit. Das ist ja nicht, das ist jetzt okay und das ist morgen immer noch okay, sondern dann, man muss es halt immer wieder neu austarieren. Irgendwie, wer fühlt sich gerade wie, wer ist mit was cool? Und mit was nicht. Lotte, wie wäre das bei dir, wenn jetzt dein Partner oder deine Partnerin auch sagen würde, hey, mich interessiert das, so zu leben. Wärst du dafür offen? Ich wüsste für mich selber, glaube ich, aktuell nicht, wo ich unterscheiden würde zwischen, ich finde jemanden attraktiv, weil jeder kennt das auch, ich war auch in längeren Beziehungen schon, dass ich im Laufe einer Beziehung mal da jemand gut fand, da jemand gut fand, aber dann für mich entschieden habe, ich bleibe bei dieser einen Person. Oder bin ich wirklich, also ernsthaft, verliebt ist das ernsthafte Liebe. Ich glaube, grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass ich will, dass mein Partner die beste Version seiner selbst werden kann. Und was auch immer das bedeutet, will ich erstmal ihm helfen, dahin zu kommen. Und wenn das vielleicht auch alternative Lebensformen bedeutet, die ich so nicht kenne, dann würde ich jetzt niemals Nein sagen. Aber ich bin halt auch, klar, ich bin auch anders aufgewachsen, ich bin anders erzogen worden. Und für mich ist das erstmal was, wo ich in meinem Kopf selber dann voll viele Fragen hätte. Ich glaube, ich müsste einfach krass an mir selber arbeiten. Eifersucht. Okay. Bin ich nicht genug? Hat er vielleicht nur Bock auf Sex mit jemand anderem? Was, wenn er dann nur noch zu ihr geht und nicht mehr bei ihm? Also was, wenn sich das dann auf eine Person konzentriert? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mag man den einen dann mal mehr als den anderen? Gibt's da, also das ist ja so, da ganz viel, glaube ich, super viel mit Ego zu tun. Ja, und ich weiß nicht, ob ich es könnte. Ja. Ich würde es versuchen, aber ich weiß nicht, ob ich es könnte, ehrlicherweise. Berechtigte Frage. Ja. Wie ist das bei euch mit Eifersucht? Total spannend, weil ich war eine richtig eifersüchtige Person in meinem Leben. Also ich war selbstwertmäßig total unterm Radar unterwegs. Ja. Und so der Ich bin nicht genug ist so mein negativer Glaubenssatz. Ja. So, ne? Also, und ich bin es halt jetzt nicht mehr. Und Louis hat ja jetzt auch eine neue Partnerin. So. Mhm. Und ich finde die unglaublich toll. Natürlich, als sie das erste Mal bei ihrer Partnerin war in Barcelona, 10 Tage Sonne, Strand, huhu, kein Alltag, dachte ich mir auch. Na, ja, so, ich sitze jetzt hier zu Hause, kommt sie zurück und sagt immer noch, yay. Das ist aber auch, glaube ich, so normal, diesen Gedanken zu begegnen. Aber das Wichtigste war für mich, sie kommt zurück und es ist krass, noch schöner gewesen als vorher. Also eure Beziehung geht weiter und es ist dann... Sorry, ich frage voll dumme Fragen, aber für mich ist es halt... Das ist total berechtigt. Ist eure Beziehung dann auf einem anderen Level als die Beziehung, die du jetzt mit jemand Neuen hast? Oder ist das gleich? Wir haben uns für eine nicht-hierarchische polyamore Beziehung entschieden. So. Das gibt ganz, ganz viele Formen der Polyamorie, wo es zum Beispiel erste Partner oder sekundäre und primäre Partner gibt. Das haben wir nicht. Bei uns gibt es keine Hierarchien. Das heißt... Wir haben keine emotionalen Hierarchien. Klar, die Beziehungen haben verschiedene Dynamiken. Zum Beispiel ist meine Beziehung eine Fernbeziehung. Jetzt natürlich ist die Dynamik anders. Mhm. Aber es gibt keine emotionalen Hierarchien. Also, niemand ist wichtiger als der andere. Mhm. Ich liebe niemanden mehr als die andere Person. Und es gibt auch keine Exklusivitäten, wo ich sage, nur mit dir kann ich mir vorstellen, ein Kind zu bekommen und mit dir nicht oder irgendwie sowas. Also wir sind da wirklich losgelöst von allen Sicherheiten tatsächlich. Und genau, weil das ist auch das, was mir, glaube ich, dann fehlen würde, wenn ich so einen Partner habe, dann denke ich erstmal, also man weiß nie, was kommt, aber das ist die eine Person, auf die ich mich verlassen kann, auch wenn es hart auf hart kommt und die geht nicht so und die bleibt bis zum Schluss erstmal so die Denkweise. Ja, ja. Und wenn das aber dann so ist, dass du dann auch jemand da,
Ja. Wie ist es dann, wenn du verlassen, dass die Person auch, dann noch da ist? So. Also das weiß ich auch. Also das ist aber ja unsicher, meine so. Wunschvorstellung. Ja. Meine Wunschvorstellung ist, ja, das bleibt und ich kann mich darauf verlassen. Wie es letztendlich wird, und ich glaube, das war der härteste Prozess in meinem Leben, kann ich nicht wissen, kann ich nicht beeinflussen. Habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren 2-mal erlebt, dass das gar nicht so kam, als wie ich es mir jemals vorgestellt habe. Und das loszulassen war auch, muss ich sagen, sehr heilsam für mich, weil ich gesagt habe, ich möchte immer die Wahl sein. Kein Muss. Ja. Ich möchte, dass jemand mit mir zusammen ist, ja, auch noch nach 5 Jahren, weil ich die Wahl bin. Mhm. Nicht, weil die Person gesagt hat, ich bleibe für immer mit dir zusammen und jetzt muss ich mit dir zusammenbleiben. Und das war mir halt so, das ist, glaube ich, ein schöner voll Gedanke. Wichtig. Ja. So. Und Louis entscheidet sich ja auch immer wieder neu für mich, obwohl sie eine andere Partnerin hat. Und für mich sind das wie Farben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt angenommen, ich wäre super gut mit Lou befreundet und super gut mit Aminata, dann wäre die Freundschaft mit Aminata ganz anders als die Freundschaft mit Lou. Und genau so ist das bei den Menschen, die ich liebe, auch. Um auf dich, Lotte, nochmal zurückzukommen, was du meintest mit den Sicherheiten und bis zum Schluss. Wir haben so gelebt 2 Jahre, dass wir gesagt haben, wir drei, kein anderer. Wir haben Pläne, Haus, Kinder, alles. Natürlich, auch seitdem wir geöffnet haben, kommen ganz viele Kommentare. Ja, als ihr noch zu dritt wart, habe ich an euch geglaubt. Jetzt, das ist alles nicht echt und so. Und jetzt, wo wir wirklich eine polyamore Beziehung führen, ohne diese Disney-Geschichte der Monogamie nur zu dritt, ist es wirklich ein anderes Thema. Ja. Und wir haben das geöffnet und aufgebrochen und wir haben 2 Monate, 3 Monate lang gelitten und jeden Tag gestritten und geheult und sind da durchgegangen. Es ist harte Arbeit. Das ist ein super Stichwort, denn wenn ich mich mit meinem Freund streite, dann schlage ich die Tür zu und gehe raus und reagiere mich ab oder schlafe bei einer Freundin. Wie geht ihr denn zu dritt mit Streit um? Also geht da dann die eine Person mit der anderen raus und regt sich ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder gibt es da irgendwie so ein, man setzt sich um so ein Lagerfeuer zu Hause und, also hoffentlich nicht, aber spricht dann zu dritt darüber? Es gibt maximale Vorteile und maximale Nachteile. Vorteil, wir haben eine dritte Person und die dritte Person hat eine dritte Meinung und meistens ist die dritte Person ja gewillt, dass es gut läuft und dementsprechend objektiv. So, zum Beispiel war es so, als Saskia und ich uns gestritten haben, hat Marcin wahnsinnig viel geholfen, einfach eine bessere Meinung, eine objektive Meinung reinzubringen. Ja. Wenn Marcin und Saskia sich streiten, versuche ich, eine Mediatorposition einzunehmen. Also es ist ein absoluter Vorteil, zu dritt zu sein. Gleichzeitig, wenn zwei sich streiten, leidet auch der Dritte, weil es ist natürlich das Schlimmste für mich, die Kontrolllosigkeit zu sehen, dass meine Kernfamilie, die beiden, sich streiten, das ist ein absoluter Kontrollverlust, weil ich kann nichts tun. Ich kann hoffen, dass das klarkommt und irgendwie versuchen, in der Mitte zu stehen. Also es ist, ja, es hat viele, viele Vorteile, viele, viele Nachteile. Wie siehst du das, Martin? Ist das absolut. Bei uns hat das unheimlich viel geholfen, eine Person mehr zu haben und da eine objektive, neutrale Meinung reinzuwerfen. Weil ich glaube, viele Menschen kennen das, gerade wenn sich ein Streit über eine längere Zeit zieht, fängt man auch oft an, aneinander vorbeizureden und kommt gar nicht mehr richtig auf einen Nenner. Und das dann als dritte Person irgendwie aufzugreifen und zu sagen, hey, nee, schau dir das mal von der Seite an, guck doch mal dahin, hat wirklich viel geholfen. Das ist wie so ein Paartherapeut zu Hause, ne? Dann. Warum ist es euch so wichtig, mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen? Ich denke, die Öffentlichkeit kennt die Monogamie sehr gut, denn wir werden alle per Default in die Monogamie reingeboren. Das ist ja das Konzept der Liebe, was in unserer Gesellschaft komplett angesehen ist und was auch als das Richtige bestimmt wird. Und es gibt aber sehr, sehr, sehr viele polyamore Menschen und Menschen, die ihre Liebe nicht in dieses monogame Konstrukt pressen wollen. Und es gibt wenige Vorbilder. Also es gibt wenige Personen in der Öffentlichkeit, die zeigen, dass es auch eine Alternative zur Monogamie gibt. Und wir würden diese Alternative gerne darstellen. Was glaubt ihr, woher das kommt, dass es noch nicht so viele Vorbilder gibt? Also warum hat man das vielleicht früher nicht so nach außen getragen? Ich glaube schon, dass es sehr klischeebehaftet ist und auch noch so einen schmuddeligen Charakter hat. Mein großes Vorurteil ist, es geht nur um Sex und darum geht es halt einfach nicht. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wir leben in einer sehr heteronormativen Gesellschaft, wo alles nach bestimmten Normen abläuft und alles, was irgendwie etwas anders ist, wird erstmal in eine bestimmte Ecke gestellt. Und es braucht auch einfach, und das haben wir ja auch gemerkt, sehr viel Mut zu sagen, ich lebe so, ohne abgewertet zu werden.
Und deswegen trauen sich halt, oder haben sich vielleicht noch nicht so viele getraut, aber die gab es halt schon immer. Das finde ich auch immer sehr spannend bei dieser ganzen Sache, Beziehungen öffentlich zu machen. Und das frage ich mich auch bei euch, weil also eure Internetpräsenz beruht ja auch tatsächlich auf dieser Beziehung. Was macht ihr, wenn ihr euch trennt oder das nicht mehr funktioniert? Oder denkt ihr darüber nicht nach? Ja, also es trifft, deine Frage trifft den Nagel auch sehr auf den Kopf. Ich glaube, dass man, wenn man in der Öffentlichkeit steht, sehr unterschätzt, wie hoch der Druck ist. Mhm. Weil Menschen erwarten etwas von dir. Menschen lesen überall etwas rein. Es wird alles kommentiert. Man kann sich halt, man kann halt sagen, ja, ihr habt euch das ausgesucht. Ja, haben wir auch. Aber man darf halt nicht vergessen, es gibt keinerlei Anonymität. Gibt es einfach nicht. Und auch, wir stehen fürs Thema Polyamorie. Und Beziehungen können sich auch verändern, indem eine Person irgendwas macht, was nicht cool ist. Das hat nichts mit der Polyamorie zu tun. Und natürlich ist der Druck immens groß für uns, dass es dann heißt in der Öffentlichkeit, aber ja klar, Poly-Beziehungen klappen ja eh nicht. Und da ist auch eine große Verantwortung, die wir tragen. Mich interessiert jetzt natürlich brennend, wenn ihr hier sitzt, der Blick in die Zukunft. Ja? Also was sagt ihr denn? Wird sich unsere Gesellschaft verändern, was so dieses Thema, wie muss ich eine Beziehung führen, angeht? Ja, ich glaube halt, wenn wir uns nur mal in Richtung Gen Z bewegen, wir haben super viele mediale Geschichten, wir haben TikTok, wir haben sehr viel mehr Aufklärung, was das Ganze angeht. Wenn man sich auch, egal ob queere Identitäten anguckt, queere Lebensformen und so weiter, ich glaube, es wird mehr. Ich glaube, es wird die Monogamie nicht ablösen. Mhm. Aber das soll es ja auch gar nicht. Das ist ja das Wichtige, ne? Mhm. Es geht nicht darum, dass Monogamie falsch ist. Es geht darum, dass man eine Option hat. Man kann entscheiden. Und das eine ist nicht mehr wert als das andere. Und ich glaube schon, dass die Awareness dafür mehr wird. Frage ist am Ende, ob es auch so gelebt wird. Weil oft wird gesagt, oh, ich bin polyamor, aber eigentlich betrügt man nur und ist ein Arsch. So, sorry, es ist passiert einfach. Und dann sind wir die, die am Ende gegen diese Windmühlen wieder ankämpfen. So, aber für die jüngere Generation, glaube ich, es wird auf jeden Fall mehr. Das war's noch lange nicht. Hier geht's direkt zum nächsten Talk. Und hier haben wir ein spannendes Video aus unserem Funknetzwerk für euch. Und wenn ihr Bock habt auf die große Dieb- und Deutlich-Runde, dann könnt ihr ganz exklusiv jetzt in der ARD-Mediathek vorbeischauen. Viel Spaß!